Ich kann das für Bonn überhaupt gar nicht so beurteilen, weil ich wenig im Austausch mit Handwerksunternehmen in der Zeit war. Was ich feststelle, dass immer, also das, dieser Informationsfluss, das war aber nicht nur fürs Handwerk, sondern allgemein das Wesentliche, zu helfen, unter welchen Rahmenbedingungen kann weiter die Auftragsabarbeitung oder Auftragsannahme gestaltet werden, auch diese Verunsicherung in der Bevölkerung nehmen. Die Älteren, die möglicherweise jetzt kein Handwerksunternehmen mehr reinlassen wollen, weil sie Angst vor Ansteckung haben, da ist eigentlich, würde ich sagen, die stärkste Arbeit in der Kommune die Aufklärung und die Informationsweiterleitung. Also die Bedingungen zu formulieren, unter denen Handwerk weiter so gut arbeiten kann oder überhaupt gut arbeiten kann, das ist das, was getan werden muss. Also meine Wahrnehmung ist, ja, dass es ganz zentral darauf ankommt, fast alle Handwerker, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Phase bis jetzt haben sie einigermaßen mehr oder weniger gut überstanden. Aber wenn jetzt nochmal richtig was kommt, ja, wenn die zweite Welle kommt, wenn es einen umfassenderen Lockdown gibt, dann sehen viele für sich keine Perspektive und brauchen eine andere Art von Unterstützung als bisher. Und das wäre sozusagen meine derzeitige Bewertung, ja, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch sozusagen bis hier das Wasser steht, aber man noch drüber gucken kann und dass es jetzt extrem darum gehen muss, für die nächsten Monate eben auch da Sicherheit zu schaffen und alles dafür zu tun, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Wir müssen sehen, dass wir das jetzt so hinbekommen, dass wir einerseits die Krise bewältigen. Wir sind noch in der Krise. Es droht eventuell eine zweite Welle, die es zu verhindern gilt. Aber das habe ich mehr als einmal gedacht. Und in Bezug auf das Handwerk habe ich mir eben überlegt, was können wir aktiv tun, um das Handwerk jetzt in dieser Zeit zu unterstützen. Und wir haben zum Beispiel auch während der kompletten Schließungszeiten unserer Schulen, haben wir die Schulen weiter reinigen lassen und insbesondere zum Beispiel an Stellen reinigen lassen, was jetzt im alltäglichen Betrieb nicht möglich ist. Also haben versucht, Aufträge zu generieren, Aufträge zu erteilen, jetzt während der Schließungsphase, um eben vorbereitet zu sein, wenn es wieder weitergehen kann. Das gilt für andere Stellen auch. Ich hatte während der Corona-Krise auch Kontakte zu Handwerksunternehmen, einmal auch zusammen mit der Handwerkskammer sind wir bei einem Orthopädie-Mechaniker gewesen. Ich bin aber auch beim produzierenden Gewerbe mit handwerklichen Komponenten gewesen, um mich immer wieder zu informieren, was braucht ihr. Und das, was benötigt wird, sind tatsächlich oder benötigt wurde, sind tatsächlich Informationen. Wie geht es weiter? Wie ist es mit Einschränkungen? Wie müssen wir als Handwerk diese Einschränkungen umsetzen? Worauf müssen wir achten? Dafür haben wir dann relativ schnell eine Hotline eingerichtet, wo sich die Unternehmen bei uns aus der Region und natürlich auch die Handwerksbetriebe dran wenden können. Die gibt es immer noch die Hotline und ich denke, das ist das A und O. Einerseits transparent, andererseits Informationen geben und zuletzt, nicht zuletzt, gucken, wo können wir selber aktiv unterstützen.